Ich weiß nicht, ob ich das, den Call durchstehe, Dory. Also, am Ende des Monats, am 28. August, werden wir eine neue Marketingkampagne starten für den Tesla, den wir verschenken. Ein neues Spiel, wo ihr mitmachen könnt. Und ihr müsst auf jeden Fall beim Instagram-Kanal ein Abo einstellen. Und es ist gratis, aber ihr könnt da teilnehmen und dem folgen, damit ihr bei den Root-Spielen mitmachen könnt. Und das ist zusammen mit den Tesla, den wir hier checken. Was hat das mit zu tun mit den Root Games? Oh, du wirst es sehen, das wird super sein. Das Team arbeitet dabei, etwas Lustiges zusammenzustellen auf Social Media. Aber heute werden wir über den einer meiner Lieblingsthemen sprechen. Da verbringen wir eigentlich ein Drittel unseres Lebens damit. Also, Dory, möchtest du den medizinischen Haftungsausschuss lesen? Okay, starte mal. Dory sollte das. Die bereitgestellten Informationen dienen der Aufklärung und Sicht als medizinischer Rat oder als Ersatz für den medizinischen Rat eines Arztes oder einer anderen qualifizierten medizinischen Fachkraft gedacht. Sie sollten diese Informationen nicht zur Diagnose eines Gesundheits- oder Fitnessproblems oder einer Krankheit verwenden, sollten immer einen Arzt oder anderes medizinisches Fachpersonal konsultieren, um medizinischen Rat oder Informationen über Diagnose und Behandlung zu erhalten. Die Informationen dürfen nicht, die Präsentationen dürfen nicht für Verkaufs- oder Marketingzwecke verwendet werden. Alles für Unterhaltungs- und Schulungssätze. Oh, ich bin hier, also das können wir weiter. Also Clayton ist der Gründer von Root. Ich werde über Clay und Dory sprechen. Er ist der Gründer von Root, hat 25 Jahre Erfahrung in der Gesundheits- und Wellnessbranche. Patrick, ich kann niemanden stummschalten. Dory kann es vielleicht. Ich kann das machen. Könntest du Carmen stummschalten oder rausschmeißen? Also, bitte schaut, dass sie auf stumm geschaltet sein, damit der Rest es genießen kann und uns richtig hören kann. Also, jeder ist sehr, sehr beschäftigt, weil Root so wächst, sehr, sehr schnell. Und ich möchte Clayton dafür Lob aussprechen. Er hat Clayton gestartet. Dory, du warst ganz am Anfang dabei. Und für die Berechtigungen und die Zulassungen. Und dadurch hat seine Erfahrung wirklich geholfen. Und er war wirklich auch hartnäckig, nicht aufzugeben. Und er war er selbst. Und das sage ich sehr oft. Clayton hat eine einzigartige Gabe, immer er selbst zu sein, sich nicht zu verstellen. Und das ist wirklich, das respektiere ich viel, weil in meinem Leben wurde sehr oft gesagt, dass ich so mich verhalten soll und das sagen soll. Und meine Berufserfahrung, Karriere war auch ganz ähnlich. Und das ist, ich wollte nie das Unternehmen führen oder mit dem anderen zu arbeiten wie Clay, weil er fokussiert sich wirklich extrem auf die Menschen. Und am Ende des Tages, sehr oft sind wir nicht gleicher Meinung, aber wir sind immer gleicher Meinung, dass wir Menschen helfen wollen. Ich habe sehr viele Leute, die gut, nett sind, aber nicht sich nett verhalten haben. Und das bedeutet, ich wurde in dem Süden von Vereinigten Staaten aufgewachsen und mir wurde beigebracht, so oder so mich zu benehmen. Und über Clay mag ich wirklich, dass er einfach sich kümmert und helfen möchte. Und deswegen denke ich, dass er einfach wirklich geben kann, sehr vielen Organisationen und ich möchte einige Sachen dazu sagen, was wir, ich ein groß, dass ich sehr gerne etwas hergebe, aber Clayton gibt ja auch mehr her. Letztes Jahr hat er so viel Geld hergegeben wie niemand anders. Er hält die Root Community, aber auch anderen außerhalb der Root Community weltweit Leuten zu helfen mit Maßnahmen mit unterschiedlichen Problemen, wo er dann unterstützt, mit freier Meinungsäußerung und so weiter und Kindern. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass er das macht. Und bei der dritten oder vierten Slide, wo es um Dory geht, da möchte ich über sie sprechen. Also, einer der Dinge, was ich liebe bei Dory, dass sie einfach
so viel Inspiration kreiert hat im Bereich von Wellness als auch in Herzproblemen, Herz-Kreislauf-Problemen, Trauma, Stammzellen, in unterschiedlichsten Sachen im Gesundheitsbereich. Und das ist einer der Gründe, was wir kennen und weswegen wir uns so gut verstehen. Aber das andere, weswegen wir uns gut verstehen, sie ist eine Mutter, eine Großmutter, eine Frau. Sie unterstützt Frauen weltweit. Und wegen mit ihren unterschiedlichen Abschlüssen und mit ihrer Karriere, was es wirklich, muss sie einfach sich extrem für andere eingesetzt hat. Haben wir das schon gemacht, so zu dritt? Dory, ich hoffe, wir schaffen das mit ihm. Okay, jetzt bist du dran. Also mich kennt man. Nein, nein, Dory kann das machen. Okay, dann sage ich das. Als Dr. Christina Rahm ist eine Mutter, eine Wissenschaftlerin, einen unglaublichen Lebenslauf und wissenschaftlichen Hintergrund, unterschiedliche Doktorabschlüsse in Psychologie, in unterschiedlichen Wissenschaften, ein PhD in Harvard, in Biotechnologie und sie ist auch eine Professorin für Johns Hopkins in Onkologie. Sie hat mit Firmen wie Janssen, Johnson & Johnson, Biogen IDEC, UCB, Pfizer, Bristol Myers Squibb und Alexion gearbeitet, nur um ein paar zu nennen. Sie hat unterschiedliche Patente und Formeln entwickelt und sie ist eine äußerst begabte Formulatorin und vor allem anderen, die Christina, die ich kenne, ist eine Mutter, eine Tochter, eine Schwester, eine Frau, eine sehr gute Freundin. Sie hat ein unglaubliches Herz mit voller Liebe und möchte der Welt helfen. Und das ist ihre Mission im Leben. Aber Leben für Christina war nicht immer einfach. Wir wissen, es war oft nicht frei von Trauma und anderen Problemen. And so this is, you know, she has vowed to help others und to find their path, to lead them through a healthy. Sie musste, hat auch anderen geholfen und ist dabei, einfach vielen Menschen zu helfen und hat ein sehr produktives Leben. Nein, das leicht, das ist genug. Dori hat unglaublich viel gesagt, also gehen wir weiter und beschäftigen uns mit den guten Sachen. Also wir werden über Schlaf reden. Viele wissen oder vielleicht nicht, ich habe immer Probleme mit Schlaf. Sehr viele Frauen, wenn sie mal Kinder gehabt haben, unterschiedliche hormonale Änderungen, haben Probleme mit Schlaf. Und das war in meiner Familie, es war immer ein Problem. Und seitdem ich mit Mitochondria Defense Shield angefangen habe, bin ich viel besser in der Lage zu schlafen. Und ich bin entspannter, habe ich Klee gesagt, tagsüber, nachdem ich es genommen habe. Und wir werden darüber sprechen, wieso es unser Schlafrhythmus verbessern kann. Wenn ein paar andere Sachen, was mit Schlaf in Verbindung steht, weil Mitochondria Defense ist sehr, sehr vorteilhaft bei den primären Wegen, bis man zum Schlaf kommt, wenn das mit Rhythmusität kombiniert. Darüber werden wir auch sprechen. Ja, das ist gut, darüber können wir sprechen. Aber warte mal. Wenig Schlaf, aber schlechter Schlaf. Ist da ein Unterschied zwischen wenig Schlaf und schlechten Schlaf? Ja. Ja, weil einige können schlafen, aber nicht im Tiefschlaf. Also es sind unterschiedliche Stufen. Und es gibt eine direkte Verbindung mit schlechtem Schlaf und Alterung. Und gibt es eine direkte Verbindung mit schlechtem Schlaf und Umweltgiftstoffen und dem Zirbeldrüse, was wir schon besprochen haben einmal auf YouTube-Kanal. Aber die Fernsehwerbung und Radiowerbung, zumindest in den Vereinigten Staaten, ich kann den Rest der Welt da nicht inkludieren, aber mindestens ein Drittel der Werbefilme sind in Verbindung mit Schlaf, Kissen, Matratzen und mit Medikamenten, Melatonin, Nahrungsergänzungsmitteln
Und eigentlich brauchst du nicht viel von diesen Sachen, weil wenn du die Dinge richtig regulierst, dann kannst du eigentlich auf dem Boden schlafen. Ja, es gibt ja Kinder in dritte Weltländern, die schlafen auf dem Boden. Und das ist kein Problem. Also ich habe sehr viel gecampt und da konnte ich auch schlafen. Das Problem ist, wenn du nicht schlafen kannst und wenn du nicht im Schlaf bleiben kannst und nicht ausgeruht bist, dann hat das Auswirkungen auf alles. Er hat auf die Augen Probleme, wo sie einfach nicht richtig sich konzentrieren können. Und Slide vorher, die hat darüber gesprochen, bei diesen Dingen zu helfen, wo man nicht denkt, dass es einfach mit Schlaf zusammenhängt, Krankheiten zum Beispiel. Also hier der Artikel, da geht es darüber, bei Mäusen mit einem Gen, die Schlaf-Wach-Zyklus, in welchem wir durchgebracht werden, und unterschiedliche Krankheiten dann erhalten haben, Organprobleme und Thrombose. Und das hat wirklich ihre Lebenserwartung extrem verkürzt. Und nicht, dass schlechter Schlaf, wenig Schlaf verursacht, dass man nicht deswegen denken kann, sondern einfach das Leben kann es extrem verkürzen. Und Forschungen zeigen, 2 Nächte schlechten Schlaf führt zu eine Verschlechterung der Gehirnfunktion in der Woche. Also das ist wirklich schlecht, wenn man so 2 Nächte nicht richtig ausruhen kann, nicht richtig schlafen kann. Also wenn wir die Mitochondrienfunktion anschauen, und das ist einfach das Kraftwerk der Zelle, oder? Ja, jede Zelle hat Mitochondrien und jede Mitochondrien muss mehr Kraft generieren. Und NAD ist einer der Treibstoffe der Mitochondrien. Wie ist das vorteilhaft bei dem Schlafmuster? Es gibt unterschiedliche Dinge sind Mitochondrien. Also einer der Riese ist Mitochondrien Defense Shield in Europa, dass auch wenn ein Großteil der Forscher, die auch Forschungsergebnisse präsentiert haben bei Mitochondrien, wie wichtig es für den Körper ist und für den Stoffwechsel, es ist noch immer nicht etwas, was 100% Konsensus gibt. Es ist wie das schwarze Loch, das haben sie ja gefunden und es gibt immer noch jahrelang, gab es immer noch Wissenschaftler, die das einfach geleugnet haben und auch Zeitreisen. Und das ist schon 100, 200 Jahre. Es sind sehr viele Leute, die einfach noch nicht viel Zeit damit verbracht haben in der wissenschaftlichen Gemeinschaft über die Mitochondrien. Aber die Wahrheit ist, es gibt unterschiedliche Modelle, die einfach zeigen, dass wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren, wenn diese Wege nicht richtig funktionieren, dann werden diese Muster so viele Probleme ergeben im Körper, dass du nicht richtig schlafen kannst und auch nicht richtig wach bleiben kannst. Also sehr viele haben dann zu wenig Energie, aber die Wahrheit ist, dass die Energiequelle und die Mitochondrien haben auch Auswirkungen auf den Schlafmuster. Also es geht nicht nur, dass man immer nur wach bleibt, sondern es ist auch ein Schlafproblem. Und wie du daran arbeitest, dann immer wach zu bleiben. Aber es ist so wichtig zu schlafen in der täglichen Routine. Und es ist sehr wichtig, dass die Leute das verstehen. Damit muss man die Mitochondrien auch schützen. Und der Körper macht so viel Arbeit, wenn du schläfst eigentlich. Fast mehr, als du wach bist. Weil wenn du schläfst, dann regenerierst du dich, dann hilfst du dem Körper, einfach den richtigen Zustand, in den Heilungszustand zu kommen. Das machen wir natürlich den ganzen Tag. Aber es ist dann noch wichtiger, wenn man schläft. Der Körper regeneriert sich da. Also wenn wir uns die Inhaltsstoffe anschauen, Mitochondrien, Support, Ascorbinsäure, wie die Europäer sagen, Vitamin C. Wir haben heute in der Früh einen Arzt gehabt, der viel im Fernsehen ist und der mit uns zusammenarbeitet. Und wir versuchen, ihn im Root-Modell zu integrieren. Wir haben über Vitamin C gesprochen und er hat mit den speziellen Einheiten in den Vereinigten Staaten gearbeitet und mit einigen Präsidenten und vielen weltweit und hat eine Klinik. Und er macht sehr viel Concierge-Service
Und wir haben über Vitamin C gesprochen mit ihm. Und wo so viele Länder sagen, dass du nicht so viel Vitamin C brauchst. Aber in der Realität ist, dass so viele Forscher zeigen, dass Vitamin C so wichtig ist. Ich nutze Vitamin C sehr häufig. Und viele, die länger bei Roots sind, wissen, dass ich nicht nur als Vitamin nutze, als es in den Körper geht und es hilft mit Blutdruck, mehr Krankheiten bei unterschiedlichen Funktionen. Aber ich nutze unterschiedliche Inhaltsstoffe. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Profil von den Inhaltsstoffen anschaut und wie man es macht. Aber es wurde wirklich auch ein Katalysator als Katalysator genutzt, weil Vitamin C ist auch etwas, die Leute, die Dinge bioverfügbarer zu machen, effizienter zu machen und auch sicherer zu machen. Und das war auch ein Grund, wieso ich das hier genutzt habe. Aber ich kann nicht so viel über Vitamin C reden, weil wir haben darüber gesprochen, bei Natural Barrier Support in Europa, welche Mengen in Europa oder Norwegen man unterschiedliche Vitamine empfohlen wird. Das ist unterschiedlich zu den Vereinigten Staaten. Aber sie senken die Mengen jetzt und du fragst, wieso? Da gibt es unterschiedliche Gründe, wieso sie das sagen. Aber es gibt trotzdem noch so viel Forschungsergebnisse, dass es auch hilfreich ist bei unterschiedlichen Krebsarten. Das können wir nicht behaupten, aber so viele Forschungsergebnisse zeigen das. Wo man unterschiedliche höhere Dosen Vitamin C gibt, dann hilft es. Und das inkludiert auch Schlaf. Also wenn man zum Beispiel Krebs hat oder andere Probleme hat, Autoimmunkrankheiten, da gibt es unterschiedliche, sehr viele Schlafstörungen dabei. Ich weiß, als ich Borreliose gehabt habe und unterschiedliche Krebsarten gehabt habe, ich konnte nicht schlafen. Und wenn man sich den zweiten Punkt anschaut, dass es Vitamin C lindert nachweislich Symptome von Restless Leg, also den unruhigen Beinen. Und sehr oft, ich habe ja unterschiedliche Krankheiten gehabt, ich habe sehr oft diese unruhige, hibbeligen Beine, dieses Syndrom. Kennst du das, Dory? Hast du Schlafstörungen gehabt und dieses Syndrom mit den unruhigen Beinen? Nein, das letzte Mal, als wir gesprochen haben und Zero ingenommen habe vor dem Schlafengehen, da habe ich Schlafprobleme gehabt. Ja, den ganzen Abend, die ganze Nacht war ich munter. Das, weil du dein Gehirn nicht abgeschaltet hast. Weißt du was? Einmal, da war eine Studie, was ich gelesen habe, dass Vitamin C dafür verantwortlich ist, dass beim Schlaf behilflich sein kann. Und 2020 hat eine Studie gezeigt, dass zu wenig Vitamin C im System einfach zu einem schlechten Schlaf führen kann. Also für beide kann man sagen, was Dr. Ram erwähnt hat, dass er die E senkt, während die Regierung sagt, die empfohlene tägliche Dosis wird gesenkt, dann optimale Menge, um die Großartigkeit zu erreichen, müsste wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Also die empfohlene tägliche Dosis und die optimale Dosierung wird unterschiedlich sein. Wir können nicht sagen, was sie tun sollen, aber wir haben sehr viele Ärzte, die einfach die Dinge ähnlich sehen wie es wir und die Patienten auch diese Dosierungen empfehlen. Das nächste, worüber wir sprechen, ist Magnesium. Wenn du schlafen gehen möchtest, ist es nicht schnarchen, aber ich glaube, Magnesium kann dich wirklich so fühlen lassen, dass du schlafen gehen möchtest. Sehr viele Leute reden im Nahrungsergänzungsmittelbereich über Magnesium. Es gibt Firmen, die fünf unterschiedliche Versionen von Magnesium Nahrungsergänzungsmitteln werben, dass es das Beste ist beim Schlaf. Es ist ein Ding, einen Inhaltsstoff zu haben, aber es ist was anderes, es zu katalysieren mit den anderen Komponenten. Also sag mal, wieso Magnesium so wichtig ist, mit anderen Inhaltsstoffen zu kombinieren. Also es kann dir GABA ist ein Neurotransmitter, für die Beruhigung der Nerventätigkeit verantwortlich ist. Also es ist sehr, sehr wichtig. Es kann dem System dabei helfen, dich zu entspannen,
wenn du die richtige Art von Magnesium hast. Also, das ist ein super Wort. Ich kann solche Wörter nicht aus mehreren Silben, also das ist wirklich, da musst du begeistert sein bei solchen Aminobuttersäure, also das ist wirklich etwas Interessantes, aber GABA haben wir schon gesprochen, wo wir die Antikörper, molekularen Antikörper gemacht haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, um Rezeptoren zu binden und Mineralstoffe. Und GABA ist ein Inhaltsstoff, der dafür verantwortlich ist, aber nicht nur dafür, aber es kann bei Angstzuständen helfen und einfach zur Ruhe zu kommen. Also wenn man in diesen Bereichen Probleme hat, dann kann Magnesium in dieser Formel dabei helfen mit unterschiedlichen, die diesen Bereichen im Körper. Und dieser Artikel unten geht es, dass man einem Erwachsenen 500 Milligramm Magnesium gegeben wurde und sie haben auch höhere Mengen an Melatonin und Renin gefunden und Melatonin zum Schlafen, die Inhaltsstoffe eigentlich, die in diesen Produkten sind, wie Mitochondrien, Defense Shield oder die helfen ja dir zu entspannen oder schlafen zu gehen. Also viele Fragen, sollte man in der Früh oder am Abend nehmen? Ich nehme ein Stück in der Früh und ein Stück am Abend oder nur eins in der Früh oder eins am Abend. Also ich nehme ein bis zwei am Tag. Aber wenn du eins nimmst, bedeutet nicht, dass du tagsüber schlafen gehst, sondern entspannter bist. Und das ist das Ziel dieses Produktes. Aber es wird dir auch dabei helfen, zu fokussieren. Und deswegen sind die ersten paar Slides über kognitive Funktion gegangen. Also es erhöht dein NAD-Level, was dich jünger ausschauen lässt. Und deinem ganzen System hilft plus, du wirst entspannter und du schläfst besser. Es unterstützt den Körper, damit der Körper das machen kann. Weil du brauchst diese Dinge im Körper, damit der Körper gut funktioniert wie eine gut geölte Maschine oder wie ein fantastisches Auto oder ein Haus. Also du brauchst alles dafür tun drinnen, oder wie es designt ist. Und darüber hinaus ist Magnesium wirkt als Antioxidantie für die Mitochondrien. Das ist ein sehr guter Punkt, Dori. Das ist wirklich fantastisch, wie die Formel zusammenarbeitet, in diesem Bereich zu helfen. Und ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt Magnesium jetzt weiter. Das ist das, was viele gar nicht so verstehen, dass sie Magnesium brauchen. Und wenn du über dieses kleine Ding sprichst, was wir nicht viel darüber sprechen, über das Mineral, es ist wirklich sehr, sehr wichtig für den Körper. Und es ist sehr wichtig in Kombination mit den anderen Produkten. Und jetzt sprechen wir über Vitamin D und Schlafregulierung. Warte mal, ist Vitamin Gesundheit? Vitamin D spielt auch eine Rolle beim Zirkadienrhythmus. Du brauchst Sonne, muss der Sonne ausgesetzt werden, Vitamin D, aber Vitamin D-Quellen kann man nutzen. Dori hat da wirklich einen fantastischen Job gemacht auf YouTube und bald Rumble-Kanal, wo sie Vitamin D als Thema gehabt hat und nicht nur Nahrungsergänzungsmittel Vitamin D, sondern die Konversionswege von Vitamin D, die einfach entgiftet und auch unterstützend wirken. Also wenn du in der Sonne bist, dass du brauchst keine Sonnenmilch, weil das blockt die Vitamin D-Produktion. Aber da bin ich nicht ganz 100% damit einverstanden, aber eben schon. Aber das erlaubt die richtige Nutzung der Exposition von Sonnenlicht, wenn wir Sonnenlicht aussetzen. Manchmal ist es nicht gut. Also wenn man Hautkrebs hat, dann ist es sehr, sehr wichtig, unterschiedliche Öle zu nutzen, so einen Spray haben, das einfach dann nicht das hilft. Also sagst du, was hast du gerade gesagt, dass du Team ist gesagt hast, dass Karottenöl hat, unterschiedliche Inhaltsstoffe, die die Haut schützen, weil einer mehr denken ist, ja, du brauchst die Sonne, aber auch, du musst dich auch schützen davon. Also schützt du dich von zu viel Aussetzen der Sonne mit natürlichen Dingen? Ja, weil es gibt Dinge, die auch schädlich sein können für die Haut.
Du machst es besser als alle anderen. Ja, ich wollte etwas machen, das unbedingt hilft. Und viele Fragen wegen den Patenten. Wir haben da eins über CKDA-Rhythmus vor anderthalb Jahren circa gemacht, was sehr viel für diese Formel beinhaltet. Und diejenigen, die immer fragen, wann ihr das sehen werdet, wenn ihr im Patentbehörde googelt, dann sieht, dass es 168 Angriffen gibt, sein Patent. Und die anderen werdet ihr später im Jahr sehen, weil die kommen dann bald, wenn sie zugelassen werden, bestätigt werden oder nicht. Aber 2019 und 20 und 2021 wurden die eingereicht. Also wir haben da sehr viel mit CKDA-Rhythmus. Aber das ist eine Formel, wo ich schon lange dran gearbeitet habe. Es ist jetzt Sommer in Nashville. Was machst du mehr? Circadus oder Circadian-Rhythmus? Und ihr wisst ihr mit Circadus, habt ihr das da drüben? Nein. Weißt du, was sie sind? There are these big circadias. They're kind diese of großen. Also wirklich eigentlich ganz gut, aber sie sind ziemlich laut. Also wenn du in Nashville bist, wenn du Fahrrad fährst, dann hörst du sie ziemlich grün und es ist ein bisschen komisch anzufassen. Bei den unterschiedlichen Religionen sind diese Tiere einfach auch heilig. Das ist, wenn du so etwas hast, dann werden 7 Jahre Glück. Also wo ich, wenn ich aufgewachsen bin und was gefangen hat, dann konnte man 7 Jahre Wohlstand erwarten. Hast du eins? Ich sende dir eins, damit du es, ich werde mal nachschauen. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und sie haben mir gesagt, wenn man eins fragt, ich werde sogar 7 Jahre Glück hat. Also 7 Jahre Zyklus, das ist unsere biologische Komponente, also 7 Jahre, sie sind unten, alle 7 Jahre kommen sie mal raus vom Boden. Aber was sie vergessen zu sagen hier in Tennessee, dass du sie einmal in 7 Jahren kommt das raus, aber was sie dir nicht sagen, ist, dass es unterschiedliche Bereiche sind, wo die sind und jedes Jahr bekommen wir ziemlich gut und ziemlich laute Grillen zu hören eigentlich. Also wir essen sie nicht. Ah, mit Butter und Knoblauch schmecken die sehr gut. Ich habe das jetzt schlecht reingeschrieben, aber nein, wir essen sie nicht. Und wir haben immer ein paar, es ist viele Informationen in diesem Call. Also sie sind wirklich wunderschön. Also das sind Zykaden und sie kommen nicht zurück. Wenn sie nicht zurückkommen nächstes Jahr, dann wird das kein gutes Jahr eigentlich. Also von dem her, also zurück zu Vitamin D. Hast du gesagt, dass du viel Vitamin D hast oder wenig Vitamin D? Mine is very good. I have excellent vitamin D levels. Ja, bei mir ist ganz, ganz gut. Sehr, sehr gute Werte. Ich habe es auch jetzt, aber Laborblut, also im Labor gegangen bin, dann haben sie immer gesagt, dass ich einfach zu wenig war. Meine Blutwerte haben das immer gezeigt. Das war immer ein bisschen ein Mangel bei mir. Weil du einfach so hell strahlst jetzt. Also wir werden jetzt über die Spurenelemente sprechen. Viele Fragen über Spurenelemente und Magnesium. Und wieso braucht man beide? Das bekommen wir ständig bei den Science Calls. Und ich bekomme immer WhatsApp-Nachrichten, wieso man Spurenelemente und Magnesium gleichzeitig braucht. Und ihr zwei könnt das besprechen. Jetzt Dory, du kannst beginnen. Ich möchte Wasser trinken. Sie schaut besser aus und ist klüger. Das stimmt. Also Magnesium ist sehr, sehr wichtig, weil es sehr wichtig für das Gehirn ist. Es formt Protein, die chemischen Reaktionen, die einfach Schlaganfälle und Demenz verringern können, das Risiko verringern können. Und
Selen ist für die Neuronen über das Überleben des Neuronen sichern können. Also es ist, sehr vielen Bereichen, Selen ist wirklich so wie ein Schutz für das Gehirn eigentlich. Unterschiedliche wissenschaftliche Beweise, dass zu wenig Spurenelemente auch Schlaflosigkeit verursachen können. Chemische Elemente, die in geringen Mengen im Körper sein können, auch das verursachen können. Ich denke, wir sollten darüber sprechen, weil sehr viele denken, dass mehr besser ist, aber man braucht nicht so viel eigentlich. Man braucht wirklich nicht viel. Wir haben unterschiedliche Formeln, die ihr nehmt, weil es ist ein weiterer Weg, es bioverfügbarer zu machen und die Formel einfach zu schützen. Weil nach 2 Jahren etwas, das 2 Jahre haltet, bei NAD war nicht so einfach. Unterschiedliche Wege, wie man das machen kann. Und wir haben Gespräche über diese Formel geführt und Autoimmunsystem und wie es mit Immunität, mit kognitiven Funktionen und Unterstützung des Körpers hilft. Wir können es nicht behaupten, aber die Inhaltsstoffe helfen und machen all diese Sachen. Also die Frage, was ich bekommen habe die Woche, ich beantworte es hier, ob die Spurenelemente und die unterschiedlichen Inhaltsstoffe in Mitochondrial Defense Steel im Körper helfen dabei, einfach zum Entspannen. Und wie helfen die auch, dem Körper Energie zu geben? Das ist alles so, dass die alles kommuniziert. Du hast ja eine Stadt in diesem Körper. Es redet, es lebt und es muss richtig funktionieren. Es ist ein Geben- und Nehmensystem. Du brauchst Ruhe, Energie, Schlaf, du musst leben. Das ist alles gleichzeitig und der Körper hilft dabei. Und du bekommst die Inhaltsstoffe. Wenn der Körper alles bekommt, das es braucht, dann kann es dieses Rhythmus halten. Und nicht die ganze Zeit wach zu sein und nicht die ganze Zeit zu schlafen, sondern beides zu machen, optimal. Und das ist der Schlüssel dazu. Wir wollen optimale Leben leben und wir wollen nicht nur gut leben, sondern die besten, das beste Leben haben, was es geht. Und Mineralien, Spurenelemente können dabei helfen. Und der Grund dafür, wieso Magnesium und Spurenelemente dabei sind, weil Spurenelemente viel wichtig, also noch zahlreicher dabei sind wie Magnesium. Also wo ist das Spurenelement? Wasser, wieso? Weil es natürlich da ist. Also unser Blut ist eigentlich Salzwasser, oder? Ja, also wenn du die Salzwasser hast, ist die beste Form von Spurenelementen, weil es das bioverfügbarste eigentlich. Das können wir am effektivsten nutzen, ja. Im Körper. Deswegen versuchen viele, ich habe immer so Formeln versucht, wo ich die einzelnen Spurenelemente gemacht habe. Und ich habe sie bearbeitet, damit sie auch effektiver sind in den Formeln und besser verarbeitet werden können. Aber Clayton hat recht, die Quellen, da gibt es unterschiedliche Quellen, wo die besten Spurenelemente zu finden sind. Es ist so, fast wenn man unterschiedliche Klinotypen studiert oder Kurkuma, da muss man einfach die richtigen Quellen finden und dann muss das einfach dann richtig anwenden. Und einer der Schlüssel, das ist das Wichtigste, ist so, so wichtig, die Zusammenarbeit, Zusammenwirken der Produkte ist, Clean Slate nicht nur, dass es die Schwermetalle beseitigt, sondern auch Spurenelemente hat, wo diese Kombination sehr, sehr gut ist, natürlich Schwermetalle wegzubekommen und Spurenelemente dazuzugeben. Und die zusätzlichen Tools dem Körper zu geben. Ich denke, ganz wichtig ist, dass Schlaf einfach ein aktiver Prozess ist. Das ist nicht so, dass man einfach abschaltet, wenn man schlafen geht. Der Körper braucht die Energie zu arbeiten, wenn dein Gehirn im Schlafmodus ist. Es ist nicht so, dass man dann abschaltet und nichts macht. Du bist aktiv, wenn du schläfst und wenn du wach bist. Also du brauchst auch diese Funktionen auf beiden Seiten, den zirkadianen Rhythmus. Und Vitamin K2 ist sehr, sehr wichtig. Das sage ich ständig, weil es ist ein Vitamin, was so wenige kennen. Und jahrelang haben wir nicht darüber gesprochen. Viele haben nicht verstanden, was es macht und wie wichtig es ist. Ich habe verstanden, als ich als Psychologin gearbeitet habe, in einer Methadon-Klinik gearbeitet und mit
mit mental kranken Menschen und zu wenig Vitamin K2, Vitamin D, D3 mangeln war immer wieder. Und da war Literatur mit Vitamin K2, dass es ein K2, dass es auch helfen kann, Vitamin D3 effektiver zu machen im Körper, weil die Neurotransmitter arbeiten nicht so effektiv und sie kommunizieren nicht mehr so gut zwischen Gehirn, Herz und Magen, wenn du nicht Vitamin K2 hast. Das muss das richtige Vitamin K2 sein. Das muss man wirklich verstehen, dass es sehr viele unterschiedliche Quellen gibt, wo man es herbekommen kann. Die Formel, die hier benutzt wurde, es zu stabilisieren, damit es auch dabei hilft, nicht zu stabilisieren und Quercetin auch noch. Und ich wurde auch dass es einfach spezifisch für Leute gemacht wird, die einfach Viren, Erkältungen hat, die in diesem Moment sie einfach bekämpfen wollen. Ich hätte K2 hinzufügen können, aber wir haben gedacht, wenn wir das nutzen wollen, dann werden wir das hier eher nutzen. Es ist so viel mit Schlaf und Alterung und Depression und Angstzuständen, die mit K2 in Verbindung steht. Das ist eine der Dinge, die hilft einfach bei Leistungen, und einfach Leistung abzurufen, unterschiedlichen Bereichen. Die Studie ist jetzt nicht hier. Es gibt eine Studie, die ich gesehen habe, wo die Leute soziale Angstzustände haben, in soziale Situationen zu kommen. Wenn man ihnen K2 gegeben hat, das konnte ihnen sehr gut helfen. Sie ist sehr behilflich bei Angstzuständen und Depressionen. Und ich habe ein Testsubjekt dafür zu Hause. Da reden wir nicht über die Kinder bei diesem Call. Ich habe nicht über die Kinder gesprochen, sondern über die Hunde. Sie haben soziale Angstzustände. Ja, aber wir können ja nicht über die Kinder sprechen. Wir haben keine Hunde und Kinder, die soziale Angstzustände haben. Aber es gibt viele Leute, die darunter leiden. Und von dem her müssen wir darauf achten. Oh, das ist etwas Lustiges. Möchtest du über Quercetin sprechen? Du kannst es sprechen. Ich werde Dori lassen. Ich liebe es. Quercetin ist einer meiner Lieblings. Inhaltsstoffe. Ich denke, Clayton sollte darüber sprechen, weil er möchte auf jeden Fall darüber sprechen. Nein. Zinn ist nicht einer meiner Lieblingsthemen, weil ich bin nicht so, ich werde ein paar extra Sachen hinzufügen, wenn ihr das gesagt habt. Das ist einer der Lieblingskomponenten, weil in den letzten Jahren haben wir darüber gesprochen, es wurde sehr oft verwendet. Und viele Resveratrol, dass das gut ist, aber Quercetin ist nicht so gut verstanden, nicht so gut bekannt, aber viele Leute, ich bin da auch dabei, weil ich habe gestern nicht so extensiv nachgeforscht. Wieso ist dieser kleine Typ so wichtig? Seine Dinge, die ich, wieso ich gestern liebe, weil es sehr viel Studien gemacht wurde, nicht nur diese eine, aber sehr, sehr viele gezeigt haben, wenn sie Leute mit Quercetin behandelt haben, dass ihr Verhalten sich verbessert hat, verändert hat und die Moleküle werden beseitigt, die einfach diese Probleme erzeugen. Es war interessant, weil ich sehr viel mit mentalen Kranken gearbeitet habe. Und dieses Produkt geht rein, hilft bei Angstzuständen, mit antisozialen Verhalten. Kids. I worked with pedophiles at one point. It was really hard. I worked with a lot in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, in diesem mentalen Bereich und antisozialen Verhalten und psychopathischen Verhalten, weil ich habe im mentalen Gesundheitsbereich gearbeitet und ich habe immer versucht, Lösungen zu finden für diese Leute, wegen denen, wie ihre Gehirne funktioniert haben. Es war sehr schwer, Veränderungen zu erzielen, egal wie viele Medikamente oder Therapie sie bekommen haben. Aber es gab Resultate, gute Resultate mit Quercetin, wie mit K2. Quercetin haben Pharmafirmen schon erkannt, es ist sehr schwer, synthetisch zu nutzen, schwer es zu beschaffen, weil Quercetin kommt aus unterschiedlichen Orten, es ist sehr schwer zu isolieren und in eine Formel zu bringen. Also das ist nicht das Einfachste zu bekommen und nicht das Einfachste mit zu arbeiten, aber wie es hilft mit diesen Angstzuständen und wie es im Körper hilft, das war sehr, sehr wichtig deshalb für mich.
ich letztens gesagt, euch über DNA-Mutationen und Chromosomproblemen, die Leute haben, Zigzagzellen und der Organisation. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Es sind genetische Komponenten, aber es gibt auch Epigenetik. Und man sieht es aber nicht immer. Aber Quercetin ist immer schützend in diesen Bereichen. Da gibt es so viele Studien über Quercetin. Und wir haben noch auf Schlaf nicht fokussiert, aber es hilft bei Angstzuständen, es hilft beim Schlaf, es hilft dabei, dass die Leute auch wach bleiben, anstatt alle 30 Minuten oder Stunden aufzuwachen. Es hilft wirklich im Schlafzustand tiefland zu bleiben und denke, das ist wichtig jetzt bei heutigem Call. Aber es gibt so viele Dinge, wo es hilfreich ist. In den letzten 2 Jahren, was sie durchgemacht haben, ist der DNA-Schutzmechanismus und Chromosom-Schutzmechanismus ist so wichtig für uns. Und das ist viel mehr wie im Schlaf zu tun. Also wir haben die Möglichkeit zu regenerieren in diesem Prozess, in dem richtigen Umfeld. Und Quercetin allein, aber auch als Katalysator mit anderen Komponenten, mit der Regeneration und mit den Mitochondrien. Also ich gebe euch ein Beispiel. NAD geht auf und ab beim Schlaf, weil es passt genau dazu, wie wir reparieren und schützen wollen. Quercetin kann NAD einfach noch stärker machen und effektiver zu machen. Es ist so, wie wenn NAD einfach die Stärke bekommen würde, um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Es ist so wichtig, weil mit diesen Viren, was alles mit Pilzen passiert, Parasiten, es ist sehr, sehr wichtig, NAD zu haben und Quercetin, K2 und K2 und Magnesium, den Körper zu unterstützen. Weil wir wollen natürlich so ausschauen wie Regina in ihrem Alter, aber wir wollen auch unser bestes Ich sein, weil wir können nicht den Körper von Regina haben, die wunderschöne Augen und Gehirn. Ich nutze sie jetzt als Beispiel, weil sie nutzt die Produkte, um eine optimale Person zu sein, dass sie das meiste erreichen kann, jeden Tag. Und das machen die meisten in der Root Community. Für diejenigen, die einfach die Bedeutung von Mitochondrien Shield verstehen wollen, Schlaf ist wirklich einer der Komponenten. Aber erinnert euch, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu reparieren, über Regeneration, die Langfristigkeit, Langlebigkeit der Leute. Und es gibt eine genetische Komponente, aber wenn du dem Körper alles gibst, was es braucht, hilfst du der genetischen Komponente besser zu werden. Das bedeutet, die Gene, die du hast, einfach nicht so schnell altern und du kannst einfach da dem Körper da assistieren dabei. In dem nächsten Slide kommen wir ein bisschen mehr dazu. Und Ned und Quercetin ist sowas so ähnlich wie du und ich. Ich bin dein Quercetin und ich versuche, dich stärker zu machen und erlaube dir, das zu machen, was du machen solltest. Okay, normalerweise. Ah, das war ziemlich gut, oder? Ich weiß nicht viel, aber ich kenne sie. Ich mache das, weil ich eigentlich um halb weg muss. Also ich lasse euch jetzt und wenn ihr irgendwas sagt, dann nehmt die rote Flagge. Nein, nein, nein. Ah, das musst du, wirst es schaffen. Das ist die beste Slide eigentlich. Okay. Los geht's. Also, eine der Dinge, worüber man sprechen muss, ist wie wichtig das ist eigentlich für die Gesundheit. NAD arbeitet damit zusammen. Du kannst nicht nur NAD haben. Und meine Brille ist jetzt angelaufen, aber gut, mach nur weiter. Also du kannst nicht. Die arbeiten wirklich zusammen, also die gehören eigentlich zusammen. Jedes Citruin hat eine Rolle in der Regulierung, im Stoffwechsel und Energiehomöostase zu tun. Also wenn du älter wirst, wird Energie weniger, wie die Stammzellen.
the Situans do is they help. Aber die Situans gehen, helfen dabei, einfach DNA-Schaden zu reparieren, was Dr. Ram vorher im letzten Slide darüber geredet hat, mit Quercetin und NAD. To repair DNA damage. Die helfen einfach dabei, DNA zu reparieren. Und es ist der Hauptgrund für Zellsterben und das teilt sich nicht mehr. Also es kann die zelluläre Gesundheit beeinflussen und fast jeder Organ und jedes System hier, ich kann euch das zeigen, hier ist das, was Dr. Ram jetzt eigentlich angesprochen hat, wie NAD funktioniert auf der Zellebene und Mitochondrienebene, was wirklich, wo diese Energie herkommt, egal ob das bakteriell ist, Pilz, Leberzellen, Nierenzelle, Pankreaszelle, Muskeln, alle haben Mitochondrien und NAD. Und diese Zellen, die höheren Level an NAD haben, werden dominanter im System. Aber was ich sage ist, dass du, wenn du nicht die richtige Balance hast zwischen den zwei, dann funktioniert das nicht richtig. Und die Situans haben auch die Möglichkeit, die Telomere zu verlängern. Und das kann man auch in den vorigen Chat auch sehen, auch in dem YouTube-Kanal über Balance. Wenn man in Balance spricht im Körper, da denkt man sich entweder eins oder das andere. Nein, es ist wie so ein Mobile und da denkt Dr. Rao, muss ich dann wieder denken, dass man sich richtig das zu präsentieren, dass die Leute das verstehen, dass du so viele einzigartige Komponenten hast, die simultan im Körper passieren und wenn eins sich bewegt, alles andere stellt sich darauf ein. Also du musst wirklich verstehen, so ganz ähnlich wie mein Punkt mit Magnesium, die Leute darüber sprechen, oh, mit sehr viel Magnesium, bevor du schlafen gehst, das wird fantastisch. Nein, das stimmt nicht, weil du musst einfach die Balance auch verstehen, was da einfach auch passiert gleichzeitig mit dem Magnesiumstoffwechsel. Ich denke, das Schöne daran ist, wenn man diese wunderbaren wissenschaftlichen Geister zu haben, die einfach das verstehen und in der Lage sind, zu formulieren, anzupassen und richtig zu designen. Und ich denke, das ist wirklich, was mich wirklich begeistert täglich, weil wir dann ganz vorne dabei sind, glaube ich, bei diesen Gesprächen, wegen dem, was wir aktuell haben. Ich denke, jeder hier versteht, dass wenn man sich vielleicht ein Etikett anschaut und man kann sagen, oh, da gibt es diese Inhaltsstoffe, aber ohne die Bio-Ingenieurin dabei haben und Biotech-Hintergrund, wirst du es nicht verstehen, wieso jeder Inhaltsstoff oder die Kombination von Inhaltsstoffen da sind. Und die andere Seite ist, wenn du die Produkte, die du nimmst oder die du anschaust, nehmen möchtest, so designt sind mit so einem Hintergrund, wie sie hat, und nicht mit so einem Hintergrund entworfen wurde, dann würde ich das nicht anrühren, weil da ist wenig Wissen dahinter. Und wie Dori das auch gesagt hat, da muss man wirklich jedes Komponent ansprechen, damit das ganze Operationssystem richtig effektiv funktioniert. Was haben wir noch? Das war's. Und wir sind pünktlich. Schau mal. Perfekt.